Jo Freunde, ihr flicken Motorsport-Unterhaltung, seid ihr grüßt heute hier. Gediegen ist euch hier in Daily Race auf Deep Forest. Oh ja, war ich schon mal ein guter Start für einer. Bleib kommt stehen. Wir luschern einfach mal rein hier. Ich weiß nicht, ob der Online-Modus schon entsprechend funktioniert. Okay, es war vielleicht ein bisschen zeitig gebremst. Wir fahren hier mit Mitsubishi GTO. Ich glaube 200, noch was, KW 220 oder 210. Bin jetzt gar nicht so sicher. 1200 Kilo Straßenwagen. Der Skyline scheint ziemlich overpowered zu sein. Ja, faire Basis hier vorbei. Boah, ich finde diesen Sound. Oh, der hat schon 1,5 Sekunden. Das finde ich ja gut, dass die, ist diese Strafe nicht mehr so riesig groß eingeblendet wird. Ja, stecken wir mal zurück. Ich muss ehrlich gestehen, ich habe so die Schnauze voll von diesen Let's Play Dings gedöns, von diesem Computer Gefahr. Da wollte ich euch mal was Normales hochladen, so wie ihr es ja kennt hier auf dem Channel. Oh, der GTO geht schon. Aber da vorne, da sind schon die ganzen Crackheads, die wahrscheinlich schon wissen, wie man die Karre abstimmt und so. So wie es ausschaut. Ruhig, Jungs. So wie es ausschaut, kann man jetzt hier das Setup und so machen. Ich weiß nicht, wie viel man noch rausholen kann oder was auch immer. Ich werde auch mal bestimmt mit diesen Skyline holen. Und hier auch mal ein Rennen fahren. Das scheint ja doch relativ überlegen zu sein. Boah, der Sound von der Karre ist so geil. Ja, das war ein bisschen spät. Ich war zu zeitig, er war zu spät. Ja, es sind ja bloß 4 Runden. Ich würde auch mal ein paar wissen, oder mich würde ja mal wissen, mich würde auch mal interessieren, was ist eigentlich mit dem dritten Daily Race passiert? War das sonst eigentlich, da waren doch eigentlich 3, wenn ich mich da nicht verguckt hatte, anfangs. Auch auf Trail Mountain. Oder sei, dass ich mich verguckt habe, aber ich finde es auch schade, dass die Woche einfach keine neuen Daily Races gab hier. Oh, dieser Sound von der Karre. Ich muss schon sagen, gibt schon echt ein paar geile Kisten mit geilem Sound. Ich habe nur den alten Honda Integra. Das ist von 97 oder 96. Immer gegönnt, ja, der hat auch so einen geilen. So einen geilen Sound. Auch hier das Runterschalten. So sexy. Oh, hier vorne machen ganz schön Banane. Jetzt weiß ich nicht, ob das so Setup-Cracks sind oder ob da einfach der Skyline so stark ist. Aber ich muss sagen, es tut. Was bin ich da für Dulli? Es tut echt mal wieder gut, so ein schönes Daily Race zu fahren. Ich habe ja echt noch keinen Bremsburg gefunden. Ja, der Skyline. Kommt der Flitten angeflogen. Kontert. Na gut. Ja, aber immer nicht ewig auf. Ja, das ist geil. Das ist ja schon fast frech. Das ist schon. Das ist schon kackendreist. Wie schnell die Karre ist.
das denn? Kommt der da nicht schneller rum? Ja, deswegen der GTO hier in Sachen Kurvenspeed und so entscheidend ein bisschen besser. Korrekt. Gut. Alles gut, ich hätte ja nicht so, ich habe mich verbremst, ich musste ja nicht so auf die Ideallinie drauf zurückkommen, das war ja quasi schon vorbei und dann bin ich so rübergezogen, also ich verübe ihm das auf jeden Fall nicht. Ja, du kannst doch jetzt entspannt vorbeigehen. Ich lasse sie auch vorbei. Ich werde da nicht gegenhalten. Ja, kommt auch vorbei. Ach komm schon, ja, das musste ja jetzt wieder passieren, ey. Sehr geil, super. Richtig cool, ey. Nice. Ja, wäre ich jetzt auch einfach wieder. Ja, so zum Kotzen wieder, ey. Ja, egal, so habt ihr wenigstens Warte-Life oder so Halb-Life. Ich werde es direkt hochladen. Warte mit dabei beim ersten Daily Race. Sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, macht's gut, haut rein. Ciao.